Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Es geht weiter. Das wird jetzt wahrscheinlich die letzte Aufnahme für den Freitag werden in dieser Weekend League. Es gilt dran zu bleiben, von Spiel zu Spiel denken, dieses Spiel jetzt zu versuchen, wieder gut zu spielen. Vor allem das, was ich beim letzten Mal gemacht habe, dass ich versucht habe, vom Tor vielleicht noch einen Tick ruhiger zu bleiben und noch eine Sekunde länger zu warten, wenn es keinen guten Pass Weg gibt, das habe ich ganz gut umgesetzt und möchte ich jetzt weiterhin so machen und dann natürlich ja alles andere gute Verteidigung etc. beibehalten. So, das sieht blöd aus. Warum wollte der nicht spielen? Hätten noch toll weiß-rot oder weiß-pink-rot oder was das war spielen können. Das Trikot haben gerne die Spieler, habe ich das Gefühl. So, was haben wir denn da? Sturridge und Vardy, relativ schnell. Ansonsten wieder nichts Besonderes, sage ich mal. Klar, es ist wieder ein gutes Team. Ach, 4-2-2 fällt mir gerade ein. Das ist, sieht man natürlich so gut wie gar nicht. Weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gegen den 4-2-2 gespielt habe. Mal schauen. Okay, er läuft schon mal gerne zu, ist anscheinend niemand, der krass drauf rennt. Schade. Doppelt schade. Knapp. Konnte gar nicht ankommen. Das sollte auf Rovier gehen. Eieiei. Oh, der spielt auf jeden Fall auch besser als der letzte. Das wird noch schwerer, das Spiel. Das wird noch schwerer, das Spiel. Mal schauen. Aber wie gesagt, nicht überhastet spielen, den Stiefel durchziehen, dem Gegner das eigene Spiel aufzwingen und nicht umgedreht. Eieieiei, die musste halt auch mit dem schwachen Rechten machen, aber trotzdem. Ich wollte ihn halt direkt schießen, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich noch die Zeit habe, den Ball anzunehmen oder zu kontrollieren. Das war vielleicht ein Fehler. Zumal er halt mit dem schwachen Rechten nur zwei Sterne hat. Sehr schön. Nicht so schön. Oh, fuck. Ich muss sagen, ich übersehe dann teilweise einfach die Spieler, das Trikot und. Und der Boden, das verwirrt irgendwie, weiß auch nicht. Ist so ungewohnt, wahrscheinlich deswegen. Ja, bleibt der Ball auch mal irgendwo bei mir? Es gibt Gelb, aber es macht nichts. Ich
krieg so gut wie nie gelbe, also stören wir jetzt auch nicht für das weitere Spiel. Wenigstens die Ecke. Ja, gelb. Scheiße. Oh, den Ball hatten wir doch nur eigentlich. Oh, was macht er denn? Was macht er denn? Was macht denn Lemada? Legt den Ball ganz merkwürdig um den Gegner rum. Das wollte ich doch gar nicht. Ist gar niemand. Oh, ich dachte, ich kriege ihn nicht mehr. Fuck, jetzt hätte ich beinahe mit Gunnar Lons wieder gegrätscht. Weil ich dachte, ich bekomme so den Ball. Da muss ich aufpassen, nicht, dass ich hier doch noch gelb-rot bekomme. Nice Luck, nice Luck. Herzlichen Glückwunsch. Was für ein Luck, ey. Wir hatten den Ball und er schafft es irgendwie, ihn wiederzuholen. Schön durchgerannt einfach nur. Ach, scheiß Lackertor. Aber egal. Ist nicht das erste, was wir drehen. Komm schon. Dranbleiben. Steht das 1-0. Pures Lackertor, aber egal. Vielleicht sollte ich dann Gonzalo Alonso auswechseln, aber das ist halt einfach mein Sechser, den kann ich nicht rausnehmen. Für Bellarabi oder so. Oh, er wechselt jetzt schon. Oh, Freunde. Sollte der Ball nicht hin. Ich denke, ich werde mal die Formation wechseln. Vielleicht was zum Kombinieren. 4-3-2-1.
Oh, Freunde, gebt mir doch auch mal ein Lackertor. Gott, gegen so jemanden liege ich hinten, ey. Ah, wir kommen zu Chancen. Das darf eigentlich gar nicht passieren. Das war doch nicht der zweite Fehler. Das war, glaube ich, auch der erste. Das erste Tor war, glaube ich, auch Klick, der den Ball da hat und nicht weiterspielt. Was? Das nicht aus? Oh mein Gott. Gut. Komm, wir lassen Storage durchrennen. Komm, wir lassen Storage durchrennen. Geil gemacht, Klick. Komm schon, wir haben noch genügend Zeit. Ach, warum ist denn da keiner mehr? Ich hab. Oh, da guckt man einmal nicht am Radar. Es steht auf sehr offensiv und da ist niemand. Und ja, 4-3-2-1, ne? Das ist ja direkt das nächste. Also offensive Formation, offensive Ausrichtung. So ein paar Trottel. Das ist wieder genau das, was ich meine. Am Ende kriege ich es dann einfach nicht mehr gebacken, mir wenigstens noch Chancen rauszuspielen. Wo mich dann im gegenteiligen Sinn andere Leute einfach mega hinten reindrücken, bin ich der Idiot, der es halt nicht gebacken bekommt. Nice luck. Oh, was ist denn das? So ein Trottel, der hätte einfach nur den Ball, das Bein reinhalten müssen. So ein Spastenschiri, so ein Spastenschiri. Habt ihr das gesehen? Wie als ich an der Mittellinie war, hat der Typ gesagt, noch 2 Minuten bis 2 Minuten Halbzeit. Ach, 2 Minuten. Meine Fresse, jetzt bin ich komplett raus. 2 Minuten Verlängerung. Verlängerung? Nachgespielt, nachgespielt. Es wird 2 Minuten nachgespielt.
Ich habe nicht einmal den Ball zurückgespielt und er pfeift das Spiel ab. Das waren noch keine 2 Minuten. Was war denn das? Spiel, was ich einfach nicht hätte verlieren müssen. Also das ist bisher, würde ich sagen, die bitterste Niederlage, weil der Gegner definitiv nicht besser war und einfach nur durch ein richtig beschissenes Lackertor, wo mein Spieler wieder keinen Bock hat, den Ball wegzuspielen oder mitzunehmen oder irgendwas und der Gegner einfach nur dumm durchrennen kann, dadurch gewinnen. Das ist echt eine bittere Niederlage. Aber scheißegal, was soll's. Ich meine, ich kann eh nicht jedes Spiel gewinnen und dass ich jetzt nicht nur eine Niederlage einfahren werde, ist klar. Haben wir jetzt halt die zweite. Scheiß drauf. Weiter geht's. Na was jetzt? Bleibt's grün oder nicht? Okay, Gegner hat keinen Bock. Ach, dürfen wir überhaupt noch mal mit LeMar spielen? Nee, oh, zum Glück habe ich noch mal geguckt, ey. Bundesliga ist wieder an der Reihe. Dieses Mal werden wir verdient gewinnen. Er hat direkt das Geschenktrikot an, okay. Oh, da haben wir mal wieder ein Team mit richtig krassen Spielern, mit vielen Informs, mit Second Inform Balotelli im Sturm, aber einem anderen Torhüter. Ich weiß nicht, ob das ein Hybrid war oder was da los ist. Weil eigentlich muss da Rovier rein. Viel zu kurz. Habe ich auch gemerkt, als ich aufgezogen habe, dass das nicht lang genug ist. Ich sehe nichts. Es gibt die nächste gelbe, aber ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich den rausgrätschen kann, den Ball. Aber gut, Müller ist ja nun keiner, der noch eine gelbe Karte frisst. Oh, komm, Müller. Das war meiner Meinung nach auch ein Foul. Scheiße, da hätten wir eher abbrechen müssen, den Sprint. So hat er uns halt nicht ausdrücken können. Scheiße, schlecht gemacht von mir. Schlecht gemacht von Vidal, sorry, aber was soll ich dazu sagen? Muss ich ein bisschen konzentrieren hier. Da ist was drin in dem Spiel. Oh, das war leider ein guter Pass. Das war leider ein guter Pass. Das war leider ein guter. Ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Oh, zum Glück, es ist vorbei. Also hier hätte er eigentlich das 1-0 machen müssen. Der Pass war halt richtig genial. Er hat auch LeMar und LeMar geht mir gerade auf den Sack. Ich sag noch, LeMar ist gut. Also Second In von LeMar. War das eigentlich der Team of the Group Stage, der Diebe? Wahrscheinlich, oder? Alles andere wäre merkwürdig. Das ist natürlich auch wieder schön gelackt. Kann man eigentlich auch gelb geben?
Weil da wäre sonst durch gewesen. Er wollte gerade seinen Flair einsetzen. Der gute Reus. Oh, krass, das hat er auch richtig gut gedribbelt. Vernascht mich ganz schön mit Limmer. Er hat einfach Glück. Ich habe ihn in den Lauf geschickt, er macht's nicht. Danke, Vollidiot. Tunnelt sich da. Legt sich auf den steigen Linken, also es läuft gerade nicht gut. Das war kein Foul. Einfach durchhalten. Wir machen jetzt. Wir werden einfach besser. Das ist auch kein Foul. Okay. Dann war aber das von Anlemar auf jeden Fall kein Foul. Was für Spasten-Schiri wieder. War gar nicht so schlecht der Schuss, aber ein bisschen zu weit ab vom Schuss. So, wir müssen ein bisschen ruhiger verteidigen. Macht schon seine Fehler, wenn man ihn lässt. Das war doch auch schon wieder ein Foul. Was, also, was ist denn hier los? Mein Schubser wird gepfiffen und er schubst mich hier komplett blöd rum. Alter, lag dir doch jeden Ball. Krass. Ja, auf jeden Fall umstellen in der Halbzeit. Ich bin so auf dem Sack gerade. Sieht einfach jeden scheiß Ball lackt. Oder ich probiere es mal auf Offensiv. Vielleicht kommen wir dann zu mehr Kombinationsmöglichkeiten. Das war doch jetzt schon wieder ein Foul. Ey, ich dreh durch. Es waren schon drei Fouls, die nicht gepfiffen wurden. Oh. Bleib ruhig, ist noch alles drin, es steht 0-0. Bleib einfach ruhig, du musst einfach nur weiter gut spielen, nicht überhastet. Karma macht dann alles entsprechend wieder gut. Überleg gerade, ob vielleicht bei dem Gegner auch mal hoher Druck funktionieren könnte. Oh, was war denn das für ein Trottelpass, ey? Ohne Scheiß. Ich glaube, das war ein Elfmeter. Ich glaube, das war ein Elfmeter. Den hat er nicht pfeift. Was? Was? Was?
Danke, Reus. War auch ultra schwer, die anzunehmen. Dauert einfach alles zu lange. Komm schon, jetzt einfach mal ein Lackertor, komm schon. Nur ein abgefälschtes, aber kein Lackertor. Ja, erstmal wechseln. Ich eine andere Formation spielen? Ich glaube, eine andere Formation bringt gegen den Gegner nichts. Dadurch, dass das so krass rumtribbelt, wird das sonst einfach eklig. Sehr gut von Goretzka. Es ist so schwer, durch die Mitte zu kommen, es gibt's doch nicht. Ich überlege gerade, ob ich es doch mal auf. Was soll ich machen? 4-1-2-1 probieren. Mit zwei Stürmern wird er besser kombinieren können. Ich probiere es mal, ich riskiere es mal. Leute, das Mtep mal im Mittelfeld und Müller als ZOM. Da ist gar niemand. Oh, was? Da ist gar niemand. Müller hat ihn fast gemacht. Oh mein Gott. Wie ist er denn da angekommen? Scheiße.
Hat bisher kein einziges Mal funktioniert bei ihm. Ich hoffe, das bleibt so. Gut gemacht von Sokrates, komm! Müller setzt sich durch, oh mein Gott! Ich hab... Ach du Scheiße, der Gegner bricht Rage Quit. Geil. Ich hab nicht mal ansatzweise damit gerechnet, dass das funktioniert. Ich dachte, scheiß drauf, es ist jetzt eh der letzte Angriff, du kriegst eh wieder keinen Pass durch, machst einfach mal eine Flanke und ach du Gott, ach du Gott, ach du Gott. Wie geil ist das denn? In der 90. keine Verlängerung gegen den Spielern. Gegen den Spieler. Oh, das macht ja fast die Niederlage vom letzten Spiel wieder wett. Reserve. Platten hat geile Vorlage, hat ja auch einen geilen Flankenwert, aber das hätte ich nicht gedacht, dass es funktioniert. Extrem genial, richtig geil. Oh mein Gott, ist das nice. Oh mein Gott, ist das nice. Jetzt habe ich ja fast Bock, nochmal zu spielen, aber mein Gefühl sagt mir, ich bin jetzt auch eigentlich schon zu müde und ich soll es lieber lassen. Und man sollte auf sein Gefühl hören, deswegen geil. Das war jetzt echt ein geiler Sieg. An der 90. Sehr geil. Wichtiges Tor. Vor allem der Torhüter kam raus und Müller setzt sich durch. Wir konnten das Tor halt nicht nochmal anschauen, weil wenn das nicht abgelaufen lassen, wenn das Tor nicht durchläuft dann und er halt direkt abbricht, dann kann man es auch nicht in der Zusammenfassung als Highlight angucken. Ja, super geil. Gefällt mir. Und dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, am Samstag kann ich weiter so klar von Spiel zu Spiel spielen, weil das läuft bisher eigentlich ganz gut. In diesem Sinne, tschüss, euer Paxis.